Das Thema ist IoT, das Fundament vom Smart Grid. Ich begrüße ganz herzlich Andreas Danuser. Ja, guten Abend miteinander. Es ist für mich aufgrund der Vorredner eigentlich sehr einfach, hier weiterzumachen, weil alles, was da gesagt worden ist, ist quasi ein Steilpass für das, was ich Ihnen jetzt versuche zu erklären. Mit einer Ausnahme, ich bin mit meinem Vorredner in fast allen Punkten einverstanden, nur nicht mit der Aussage, dass wir uns für Smart Grid-Lösungen im Ausland bedienen müssen, weil wir auch hierzulande entsprechende Initiativen haben. Und das möchte ich Ihnen jetzt in meinen nächsten 20 Minuten etwas näher bringen, so die Technik funktioniert. Ja, IoT als Basis für Smart Grid ist der Titel. Und da fragen wir uns natürlich, was ist denn SIoT? Was ist Smart Grid? Ich beginne mit SIoT. Die Buchstaben IoT stehen für Internet of Things. Und das S, das steht für Schweiz, das steht für Sicherheit, das steht für Schwarm. Und das ist ein System, das wir begonnen haben zu konzipieren an der Berner Fachhochschule im 2015. Die Konzepte sind dann industriell durch einen Industriepartner umgesetzt worden. Und heute wird die Plattform in verschiedenen Anwendungen genutzt, insbesondere auch im Energiebereich durch die Alunid AG, welche eben eine Smart Grid-Lösung in der Schweiz baut und in der Schweiz auch vertreibt. Und rechts haben wir ein Zitat aus der Smart Grid Roadmap vom Bundesamt für Energie. Ich zitiere, als ein Smart Grid wird ein elektrisches System verstanden, das unter Einbezug von Mess- sowie meist digitaler Informations- und Kommunikationstechnologie den Austausch elektrischer Energie aus verschiedenen Quellen mit Konsumenten verschiedener Bedarfscharakteristika intelligent sicherstellt. Also das, was meine Vorredner als ein Werkzeug für eine effiziente Energieversorgung dargestellt haben, das sollte mit einem Smart Grid bewerkstelligbar sein. Nun, wir haben auf der rechten Seite dieser Folie dargestellt unsere Herausforderung Energiestrategie 2050. Wir haben gesagt, wir wollen keine Atomkraftwerke mehr nutzen, sondern wir möchten Photovoltaik und alternative Technologien nutzen. Und gleichzeitig haben wir immer mehr dezentrale Lasten durch die Elektromobilität vor allem hervorgerufen. Und das führt nun dazu, dass wir eigentlich von einem zentralen Mindset, ich zitiere hier auch, was Vorredner gesagt haben, wir wollen nicht einfach nur oben einspeisen und unten verbrauchen, linke Seite, sondern wir haben ein Hin und Her von Energien, aber jetzt nicht nur ganz unten beim Endbenutzer, beim Prosumer, sondern eben auch zwischen den verschiedenen Schichten in unserem elektrischen Energieverteilnetz. Und was wir der Überzeugung sind, ist, dass wir eigentlich eine effiziente Umsetzung der Energiestrategie 2050 nur dann machen können, wenn wir alle Schichten des gesamten Versorgungsstranges miteinander verbinden und übergehen zu einem integrierten Mindset, nicht mit einem zentralen Mindset. Ich stoße Energie runter zu den Häusern und unten haben wir den Stau. Wir sprechen sehr oft vom Elektronenstau im Verteilnetz. Nein, wir wollen vielmehr schauen, wo haben wir Erzeuger, wo haben wir Produktion, wo haben wir Verbrauch und wo haben wir Flexibilitätsressourcen. Und genau das ist das Ziel auch unseres Industriepartners Alunid, der diese Plattform SIoT nutzt, für das, um das zu machen. Was wir also machen wollen oder was die Alunid macht, ist Folgendes. Wir wollen in der Netzebene 7, das ist also das Verteilnetz, da haben wir die verschiedenen Prosumer. Sie sehen in diesen Häusern schon angedeutet, da haben wir möglicherweise Batterien, da haben wir möglicherweise steuerbare Boiler, steuerbare Lasten, da haben wir Elektromobilität, da haben wir natürlich auch einen Eigenbedarf im Haus. Und was man jetzt eigentlich erzielen möchte, ist, wenn ein Haus Photovoltaikanlage hat und Energie produziert,
dass das nicht nur innerhalb dieses Hauses genutzt wird, sondern eben auch mit dem Nachbarn ausgetauscht wird, so lokal wie möglich, weil der hat vielleicht ein Elektrofahrzeug, das er laden möchte, oder der nächste Nachbar hat eine Batterie zur Speicherung in seinem Haus. Und wir möchten vermeiden, dass wir quasi oben durchgehen. Wir wissen ja, dass wir zum Glück in der Schweiz, aber auch in Österreich ausgedehnte Pumpspeicherkraftwerke haben, mit denen wir Energie absorbieren können, indem wir das Wasser hochpumpen, um es dann später wieder zu turbinieren. Und wir wollen aber diesen Austausch über die Stauseen nur in Extremis nutzen. Vielmehr muss ein Netz so gesteuert werden, dass es zuerst auf der Netzebene 7 im Quartier, idealerweise gerade in der Nachbarschaft, in der eigenen Verteilkabine angeschlossen, genutzt werden kann oder innerhalb der Trafostation und so weiter und so fort. Und das führt dann auf die rechte Seite des Bildes, wo wir zu unterst den Endnutzer haben, den Prosumer, rot umrandet. Und dann können wir mehrere solche Prosumer, wie auf der linken Seite illustriert, zusammenschalten. Dann geben die, wie wenn ihr das mal mit einem Pointer hier darstellen, dann geben die hier so ein Konglomerat, das ist vielleicht ein ganzes Quartier oder sogar ein Dorf. Und dann haben wir mehrere Dörfer, die zusammengeschaltet durch einen Verteilnetzbetreiber hier bewirtschaftet werden können. Und schließlich ganze Regionen, die über den TSO, also über die Swissgrid hinweg optimiert, miteinander zusammenarbeiten können. Und ultimativ, allenfalls, nutzen wir Überschussenergie von hier bis da nach oben zur Staumauer, um diesen See nun ganz zu füllen. Jetzt sehen wir, hier ist schon ein Teil abgeflossen des Wassers. Oder alternativ sogar, um am europäischen Energiemarkt verkaufen zu können. Und das natürlich auch optimiert in der Gegenrichtung, dass wir möglicherweise Überschussenergie aus Europa nicht nur hier speichern, sondern in Tausenden oder vielleicht sogar Millionen von Batterien dezentral irgendwo in der Schweiz. Und wir sehen hier so etwas wie eine kleine Lungenblase, die hier ein Prosumer kann so eine kleine Lungenblase darstellen, wie diese kleine Lungenblase Energie absorbiert und wieder abgibt. Dann mehrere Lungenblasen zusammengeben, ein Konglomerat und so weiter. Wir vergleichen diese Atmungsfähigkeit eben mit einer Lunge und für das braucht es ein digitales Energieversorgungsunternehmen, welches nicht primär Kraftwerke betreibt, sondern welches diese Energieflüsse von dezentral bis zu zentral erfasst und beeinflusst. Und genau das ist die Mission dieser Firma Alunit AG, welche eine atmende Versorgung sicherstellen will. Das Slogan ist When Energy Breezes. Das Ziel ist also eine über die verschiedensten Ebenen der Energieversorgung hinweg eine atmende Versorgung zu machen, um die gesamten Themen wie in der Mitte dargestellt auch abdecken zu können. Das Ganze basiert zu unterst auf einem formalen Modell, dem sogenannten Vier-Werte-Modell, welches patentiert ist und der SIoT-Plattform, welche die IoT-Funktionalität zur Verfügung stellt. Und rechts sehen wir, wer damit tut. Es ist eine wachsende Anzahl von Energieversorgungsunternehmen in der Schweiz notabene, die sich zusammengeschlossen hat und gesagt hat, wir wollen das nutzen. Insbesondere ist in diesem Verbund auch mehr als 50% der Schweizer Wasserkraft als aktive Mitarbeiter und Aktionäre verbunden. So, ich gehe zur nächsten Folie. Jetzt, was also der Challenge ist auf der linken Seite, ist, wir haben hier dieses ganze atmende Energieversorgungssystem und da müssen wir natürlich erfassen, was geschieht hier überhaupt, wo fließen welche Energieströme und wir müssen das sind die roten Pfeile, müssen das geeignet beeinflussen können. Und das ist natürlich idealerweise die Aufgabe für ein Internet of Things System. Die Kernaspekte sind, dass diese Plattform oder dieses System über die ganze Schweiz verteilt arbeiten muss. Wir sprechen also nicht nur von einem Haus oder einem Quartier, sondern wir sprechen von der ganzen Schweiz.
Wir gehen davon aus, dass wir in absehbarer Zeit ca. 20 Millionen oder mehr Messsensoren und auch Beeinflussungsgeräte, Aktoren haben werden. Diese Infrastruktur ist natürlich Mission Critical, denn wenn wir uns hier quasi versteuern, dann ist eine gesamte Energieversorgung in Gefahr. Also das Mission Critical ist sehr wichtig. Wir brauchen ein Echtzeitverhalten. Heutige Smart Meter Systeme liefern uns 15 Minuten Werte und zwar am nächsten Tag. Wir basieren aber unsere Entscheide auf Messungen, die wir alle Sekunden bis 10 sekündlich machen, bei einer Latenz von unter einer Sekunde. Wir werten diese gemessenen Daten alle 10 bis 30 Sekunden aus mit einer Latenz von 1 bis 5 Sekunden und wir ändern die Aktionen in diesem Grid circa alle Minuten. Und das geht also auch hinweg bis zum Kraftwerk. Wir haben mit unseren Wasserkraftwerkpartnern vereinbart, dass wir mit einer Granularität von 100 Kilowatt jede Minute entweder absorbieren oder liefern können. So, das ist natürlich jetzt ein Mission-Critical-System. Wenn dieses System versagt, sind wir eher in Problemen. Deshalb ist eben die Security ein wesentlicher Bestandteil dieses Systems. Falsche Messresultate, Messfehler können zu einer fatalen Fehlinformation führen. Daten können aber auch manipuliert werden. Dann haben wir das ganze Thema des Datenschutzes. Wir wurden natürlich freundlich darauf hingewiesen vom schweizerischen Datenschützer, dass wir diesen Kunden hier unten nicht beliebig gläsern machen dürfen. Wollen wir auch nicht, oder? Wir müssen unser System so bauen, dass ein teilweiser Ausfall von gewissen Geräten nicht zu einem System-Breakdown führen. Und wir müssen auch die Infrastruktur vor Manipulation schützen. Insbesondere gilt hier die gelegentlich notwendig werdenden Software-Updates, das sogenannte OTA, Over-the-Air-Update von Software, der muss natürlich sehr sicher sein. Mit anderen Worten, ein IoT-System genügt nicht. Es muss ein sicheres IoT-System sein, deshalb auch den Namen SIoT. SIO steht aber nicht nur für sicheres IoT-System, sondern es steht eben auch für Swarm-IoT. Weil der Ansatz, den wir bei SIoT fahren, ist nicht so, wie die heutigen Internet of Things-Plattformen typischerweise gebaut werden. Da hat man irgendwo eine Cloud, die ist sicher sehr gut gebaut, kein Zweifel. Wir haben aber Sensoren, grüne Punkte, die Daten ins System hineinliefern und rote Punkte, die Daten beziehen, übers Internet angebunden. Und dieser sogenannte zentralistische IoT-Ansatz verwerfen wir in aller Deutlichkeit. Was wir bei SIoT machen, ist im Gegensatz, das ist rechts dargestellt, wir bauen eine sogenannte Private Cloud. Wir nennen das ein Brick. Man könnte auch sagen, wie ein Backstein, oder? Und das ist eine kleine Cloud. Das Sicherheitsschloss zeigt, dass wir das absichern, hochsicher machen. Und vor allem ist dieser Brick völlig autonom, oder? Sie kann aber mit anderen Private Clouds Daten austauschen. Das sehen wir in dieser Figur dargestellt mit diesen schwarzen Linien. Und dieser Datenaustausch ist sehr restriktiv und selektiv. Das heißt, nicht einfach alle Daten, die zum Beispiel beim Prosumer erfasst werden, gehen da raus, sondern der Prosumer selber sagt, was er einem anderen zur Verfügung stellt. Die Topologie dieses Schwarms ist nicht vorgegeben. Das kann eine Baumstruktur sein, das kann eine Ringstruktur sein oder eine beliebig vernetzte Struktur sein. Dank dieser lokalen Intelligenz können wir auch lokal die Daten verifizieren und insbesondere auch einen Trust-Level setzen. Das heißt, wir können sicherstellen, dass nur zugelassene Geräte die Daten auch wirklich liefern. Und die privaten Daten, zum Beispiel, wann schalte ich meine Nachttischlampe aus, die bleiben privat. Die gehen nicht raus, sondern nur die Daten, die ich auch tatsächlich freigeben will. Und deshalb ist diese Private Cloud auch perfekt für diese Privatsphärensicherung, also den Datenschutz. Und wir haben den Slogan bei SIoT, and there is no cloud, weil wir nämlich
eben einen Schwarm von privaten Clouds bauen. Also ultimativ werden wir bei 1 Million Haushalten etwa 1 Million Private Clouds miteinander vernetzt haben. Und wenn wir in diese Private Cloud hineinschauen, dann sehen wir das unten. Da haben wir also alle Funktionen eines echten IoT-Systems. Wir haben einen Informationsbroker im Zentrum. Wir machen Analysen, Forecasts. Wir lösen Aktionen aus. Wir speichern die Daten in Zeitreihendatenbanken und administrieren die ganze Infrastruktur. Und das alles lokal in der Private Cloud. So, und jetzt diese Private Cloud, das ist ein logischer Begriff, der wird natürlich zur Ausführung gebracht auf einem Computer und das ist eben jetzt auch nicht in einem riesen Datencenter in Bern oder in Zürich oder irgendwo in den Bergen, sondern diese Private Cloud kann eben auch beim Prosumer, bei den Kunden sitzen und das sehen wir rechts. Das ist ein kleiner Computer, wir kommen auf den gerade noch, und dieser kleine Computer führt eine Private Cloud aus. Und wir nennen dieses Gerät Fog Device in Analogie zur Wolke, zur Cloud, die eben zu uns Menschen runtergefallen ist. Und wenn die Wolke an den Boden kommt, dann nennen wir das Nebel und entsprechend nennen wir den Computer, auf dem eine Private Cloud beim Kunden ausgeführt wird, nennen wir Fog Device. Und dieses Gerät hier ist also ein kostengünstiger Computer. Das heißt nicht, dass er leistungsschwach wäre. Nein, im Gegenteil. Diesem Computer haben wir eine 4-Kerne-CPU plus einen Neuroprozessor für Forecasts und Musteranalyse. Wir haben 4 GB RAM, wir können bis 128 GB Flash haben und sogar eine SSD bis 2 TB groß. Also da haben wir durchaus auch anständige Computing Power direkt bei Ihnen unter dem Nachttischle sozusagen oder vielleicht in einem Mehrfamilienhaus auch für 2, 3 Wohnungen gemeinsam. Und diese Private Clouds, also diese Fog Devices, sind nun über ein distributed sicheres Netzwerk, sind die verbunden, das kann weltweit sein. Und dieses Netzwerk ist auch nicht einfach ein Knoten, sondern es ist wirklich ein Netzwerk. Das heißt, da haben wir verteilte Infrastrukturen, verteilte Zugangspunkte. Da haben wir geschützte Verbindungen über VPN von den Fog Devices in dieses Netzwerk hinein. Wir können dort zentral sogenannte Denial of Service Attacken können wir schützen. Wir können ein sicheres Routing machen. Wir können sichere Ressourcen darstellen. Zur Verfügung stellen und vor allem auch können wir dem Endkunden, das ist also durchaus ein Kunde, der irgendwie mit seinem Handy in den USA schauen will, was läuft jetzt bei mir zu Hause, den können wir hier sicher über sogenannte Proxy Gateways auf seinen Datenbestand bei ihm zu Hause führen. Und da machen, und das geschieht über einen rigiden Access Control. Da können wir sagen, welche IP-Adresse darf mit welcher schwatzen, welches Protokoll darf gefahren werden. Und da können wir auch die Verkehrsmuster analysieren, um festzustellen, Achtung, da handelt es sich eher um einen Intruder. Kommen wir zur Zusammenfassung. Smart Grids sind die Basis, um die neuen Energiestrategien umzusetzen. Meine Vorredner haben hier eine hervorragende Arbeit geleistet, indem sie die Evidenz gegeben haben, dass wir so etwas brauchen. Wir brauchen aber nicht nur irgendwie 15 Minuten Daten und diese morgen, sondern wir brauchen Daten in hoher zeitlicher Auflösung und zwar jetzt mit kurzer Latenz. Wir brauchen Echtzeit-IoT-System, welches verteilt ist und welches große Datenmengen, aber auch große Mengen von Kunden abfangen kann. Wir müssen die Komplexität eines solchen Systems mit geeigneten Daten- und Systemstrukturen bewältigen. Deshalb haben wir das Konzept der Private Cloud eingeführt, welche als Schwarm vernetzt ist. Es muss Mission-Critical-Infrastruktur unterstützen können. Security ist eines der größten Themen, die wir behandeln. Und diese dezentrale Infrastruktur der Private Cloud ist eigentlich unsere Antwort zu einem großen Teil, dass wir System-Failures handeln können, dass wir alles lokal behalten, was wir lokal, nur lokal brauchen.
dass wir den Datenschutz über diese Private Cloud sicherstellen und dass wir die Security beim Datenpunkt sicherstellen. Das heißt, dass wir feststellen können, stammen diese Daten tatsächlich von meiner Photovoltaikanlage? Also wenn plötzlich ein Wert kommt um Mitternacht, meine Photovoltaikanlage liefert jetzt gerade 100 Kilowatt, dann sagt sich die Private Cloud, das kann nicht stimmen, hier liegt etwas Falsches vor. Und mit dieser Summary möchte ich schließen. Es ist ein System, das SIoT, es ist ein Schwarmsystem, es ist ein sicheres System und zu guter Letzt, es ist auch ein System, welches in der Schweiz erfunden worden ist und in der Schweiz entwickelt wird und jetzt auch in der Schweiz genutzt wird. Im Übrigen nicht nur von Allunit, wir haben auch Verkehrsbetriebe, die mit SIoT Busse steuern, wir haben Hotels, die die ganze Anlage steuern. Es ist eine schweizerische IoT-Plattform, deshalb nennen wir sie SIoT. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Andreas, für diese spannenden Ausführungen. Ich habe vom Publikum keine Fragen mehr erhalten. Ich hätte vielleicht noch von mir her eine letzte Frage. Wie sieht die Zusammenarbeit mit Studierenden aus in diesen Projekten? Sehr interessante Frage, die ich sehr gerne beantworte. Wir haben an der BFH das DSJ-Labor, das ist das Distributed System und IoT-Labor. Wir haben einen Vertiefungskurs bei der Informatik in Themenbereichen verteiltes Rechnen und IoT. Und wir haben ein Labor, das ist sehr interessant, vielen Dank für die Frage eben, da sitzen Studierende, da sitzen wissenschaftliche Mitarbeiter und da sitzen Vertreter der Industrie, die dieses Allunit-System entwickeln und die sitzen in den gleichen vier Wänden. Und das ist ein sehr interessantes Zusammensein, die Studenten freuen sich enorm, dass Sie hier sehen, dass das, was Sie jetzt studieren, direkt eingesetzt werden kann. Wir machen mit Studenten und Diplomarbeiten, testen wir viele neue Ideen. Das Interessante ist, auch diese Studenten bekommen von unseren Industriepartnern Hardware geschenkt und sagen, macht mal zu Hause ein Smart Home. Gerade jetzt machen diese Studenten in Covid-Absenz nicht im Labor die Übungen, sondern die haben von unseren Partnern Pakete voller Hardware geschickt bekommen und die instrumentieren nun ihre Häuser und beginnen mit dieser Private Cloud einen Schwarm von Wohnungen miteinander zu vernetzen und diese Algorithmen auszutesten. Also es ist hier eigentlich ein verzahntes Zusammenspiel zwischen Studienbetrieb bis zur Industrie und es ist auch ein toller Weg, ein schneller Weg, wie wir Innovation direkt in den Markt bringen. Ist die Frage beantwortet? So. Ich würde sagen, die ist absolut perfekt beantwortet. Somit kommen wir zum Schluss dieser Veranstaltung. Ich bedanke mich herzlich bei den Teilnehmenden für das Interesse, bei den Referenten für die spannenden Ausführungen, bei dem ganzen Team hinter den Kulissen für die wirklich sehr angenehme und sympathische Zusammenarbeit. Ich möchte vielleicht ein Schlusswort aufnehmen, den Gedanken von Andreas, was er gesagt hat, was hier gezeigt wird und wurde, wird in vielen Fällen direkt eingesetzt. Das finde ich besonders wichtig. Möchte ich Sie auch auffordern, in Zukunft zu schauen, was bei uns eingesetzt wird, nämlich zum Beispiel im Neubau, im Switzerland Innovation Park im nächsten Jahr, finden Sie sehr viele dieser Gebäudelösungen vor Ort. Sollten Fragen sein, Sie können sich jederzeit an uns wenden, zum Beispiel über die E-Mail energy@bfh.ch. Somit schließe ich diesen Anlass, bedanke mich nochmals herzlich und wünsche allen einen ganz angenehmen Abend. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.